Was? Sind schon live? Moin, meine Freunde, danke für die letzte Bewertung von dem Video. Ich hoffe, das Tor hat euch gefallen und ihr könnt es selber ein bisschen schöner nachbauen. Ihr könnt es natürlich auch mit Baumstämmen machen und was weiß ich. Wir werden auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Dafür sind wir ja hier. Und wichtig ist nur, ich habe ja so ein paar Bolzen und wir wollen ja Pfeile abholen, habe ich gesagt. Weil wir die Aufgabe haben, bevor der Tag vorbei ist. So wenig? Oh, jo. Wir wollten ja ein paar Bolzen hinsetzen und die sind ja immer wieder runtergefallen. Und da kam mir die Idee. Das passt gut zum Thema. Wir bauen uns hier eine Blockade, damit die nicht mehr runterrollen können. Und haben gleichzeitig die Bolzen schon hier. Gute Kupferbolzen sogar. Seht ihr das? So, und jetzt können wir uns hier bolzen. Oh ne, das ist so. Wir nicht. Weil jetzt sind sie blöd gefallen, deswegen wegen der Fackel. So, schön aufgereiht. Und jetzt kommen ein paar nicht so schön aufgereihte. Da drüber. Ein bisschen weiter darüber. So. Ihr seht also, wenn wir die Bolzen wegnehmen, würden die wieder runterfallen. Ich runterfallen. Okay, Leute, ich habe es versucht, nicht gerade zu machen. Ist ja auch nicht immer gerade. Ist auch nicht. Okay. Fall einfach runter. Nein! Ich hatte die perfekte Stelle. Nicht wahr, das? Ah, so. Ach, guck mal, da sind die ein bisschen über den Haufen geworfen. So, jetzt machen wir hier. Ein paar Bolzen. Oh oh. Ich habe schon mal einen Bolzen an der Stelle verloren. Ich
Herzens. Sehr viel lieber zum Detail. Du Lämmel. Auf die Armbrust, die können wir neu machen. Wir gehen jetzt schlafen und gucken mal, was der neue Tag für uns führt. Diese Folge wird auch ein bisschen kürzer. Wir machen jetzt ein paar Dekorationsaufgaben. Und da gucken wir mal, weil die letzte Folge, ich habe mir überlegt, ob ich daraus 2 Folgen mache. Oh! Value-Dynastie-Reputation. Eine Adlige war auf der Durchreise durch dein Dorf und hat vor deinen Augen seine Geldbörse verloren. Was wirst du tun? Gib es dem Volk. Ich brauche kein Geld. Entweder gebe ich das ihm zurück und kriege Dynastie-Reputation als guter Mensch, oder meine Leute lieben mich. Was würdet ihr machen? Genau, ihr würdet das auch dem Volk geben. Alle Bewohner erhielten Sehnstimmung. Niemand hat es gesehen. Aber das Lächeln deiner Leute ist das Größte, ist größer als ihre Taschen. Das ist schön. Ein Mann des Volkes. Geld brauche ich nicht. So, Ottersee. Wir haben Winter. Es ist soweit. Die harte Jahreszeit ist hier. Wofür brauchst du meine Hilfe? Ihm fehlt Jagdausrüstung. Ich wollte eh welche machen. Was brauchst du denn? Steinmesser. Ja. Eiserner Speer! Was sollst du mit eisernen Speeren machen? Leute! Wir machen ja immer mit Bogen und so Schießwettbewerb. Warum machen wir den eigentlich nie mit einem Bären? Mit einem Speer. Junge, wenn ich von hier treffe, kriege ich für euch 100 Euro. Zum Glück haben wir nicht gewettet. Ach du Scheiße. Ist ganz anders, als mit dem Bogen zu schießen. Ganz anders. Okay, wir sind Anfänger. Wir probieren es mal von hier. 80% nur. 80%. Ich habe mir von hier 100. 95, Leute. Macht das mal mit dem Speer nach. Ich habe aber jetzt auch den Dreh raus. Ich habe jetzt so ein Gefühl für den Speer. Mal 10 Meter. Oh, komm mal runter. Wer hier sein? Oh nein, wir sind zu weit links. Boah, das war knapp. Okay, einmal nach vorne. Stefan, neuer Wettbewerb mit dem Speer, 35 Meter. Schaffst du es? Prozent nur.
Okay, also noch mal ein bisschen. Okay, letzter Wurf, Freunde. Die höchste Punktzahl zählt. Immer schlechter. Okay, wir lassen es. Egal, aus der Entfernung treffen wir mit dem Speer. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, bevor der kaputt ist. Steckt ein Speer im Tisch. Das sieht nicht aus. Das macht es auch nicht besser. Das macht es auch nicht besser. Unser eingeschossenes Projektil ist weg. Das ist noch da, aber die anderen beiden nicht. Das ist ja scheiße. Pfeilexplosion. Ja, was mache ich jetzt? Steckt irgendwo fest, okay. Okay, Ninja Toshi muss wieder heilen. Leute, das muss gekonnt sein. Das müsst ihr jetzt erstmal nachmachen. So. Das sind nicht alle Projektile, die weggehen. Sonst würden jetzt ganz viele Bretter hier liegen. Keiner weiß, warum ich auf der Straße immer so viel Unkraut habe. Habe ich nicht gesagt, ich habe in den Schulen nichts zu tun? Ich habe keinen Dung mehr. Lol. Okay. Dass dieser Tag mal kommt. Okay, immer diese. Habt ihr das eigentlich auch immer mit diesen Geistergestalten? Weg da. Ey, will das nicht mal einer für euch reparieren? Mir ist das doch egal. Ist einfach eine dicke Jacke und dann passt das. Ach ja. Wenn wir nur eben die beiden Bögen fertig, dann reicht das für heute.
Warum 50? So, weil ich keinen Bock habe, nach Hause zu laufen. So, und ich jetzt hier hin. Das ist der gesamte Prozess für den Bau eines Bogens. Von der Pike auf gelernt. Schönes Sprichwort. Kaum einer weiß noch, was das bedeutet, woher das kommt. Aber Hellebardierkämpfe wissen so. Hellebarden hier. So. Haben wir kein Leder? Eine Holzarmbrust brauchen wir für uns. Und einen Langbogen. Und einen Kurzbogen für das Sportfest. Schöne Hacke. Es hackt wohl. Geh fort. Mann muss arbeiten. Dein Mann muss arbeiten. Wir sind ja verheiratet. Hi, Schatz. Ich wollte gar nicht so mit dir sprechen. Nein, tut mir leid. Nein, ich will nicht in der Badewanne schlafen. Alles gut, ich bin wieder weg. Wo wollten wir hin? Hier, ne? So. Haben wir das ja schon wieder geschafft. Diese Mistgestalt von einem Tor, ey. Müssen wir da noch was Schöneres überlegen. Wir werden das Ding eh nochmal neu bauen. Oh. Fein gemacht. Ach ja. Wahrscheinlich wird das jetzt nicht klappen. Dachte ich mir. Aber ich will nicht nochmal da hoch. Ja. Warum hat das auch nicht geklappt?
Ist was? Ein Eisenfeiner. Okay, einmal muss Ninja Toshi nochmal ran. Ran an den Mann. Und dann ist Feierabend. Oh Gott. Was war das denn für ein Sprung? So, du brauchst dann auch Anlauf? Du darfst aber auch nicht so viel. Verteidiger des Dorfes. Ein Probewurf. Mist. Was ist denn, wenn ich die da drauf fallen lasse? Passiert dann was? Hey! Gib mir die Armbrust wieder. Aber ich kann die ja da nicht liegen lassen. Ja, passt ja. So, jetzt machen wir noch hier den Bogen. Diese Holzmauer, die frisst alles in sich hinein. Und hier kommt noch eine Eisenarmbrust später hin. So, Freunde, da haben wir das ja auch schon erledigt. Haben wir doch wieder so lange gemacht. Muss irgendjemand erschießen. So, jetzt geht's mir wieder besser. Also, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne wieder liken, gerne abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao.